und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin mir sicher, dass falls du meine Videos kennst und meinen Kanal regelmäßig guckst, dass du mein Zimmer eigentlich schon ziemlich gut kennst, da ich ja in meinen Vlogs und so weiter eigentlich mein Zimmer ziemlich oft zeige. Und deswegen sollte euch das hier nicht ganz unbekannt sein. Trotzdem habe ich gemerkt, dass ich auf meinem Kanal noch keine einzige Roomtour habe und euch deswegen heute mal zeigen möchte, wie mein Zimmer so aufgebaut ist, wie ich es nutze und wie ich es organisiert und dekoriert habe. Also viel Spaß bei der heutigen Roomtour. Hier ist übrigens meine Tür und wir fangen jetzt mal direkt hier an. Und vorab muss ich nochmal sagen, dass meine Schwester vorher in diesem Zimmer hier gelebt hat. Das war aber, als sie so 2 bis 6 Jahre alt war. Also da war sie noch echt jung. Und dementsprechend hat sie sich auch nicht so gut in diesem Zimmer verhalten und hat einfach zum Beispiel die Tapete immer abgerissen. Und deswegen kann ich es mir zeigen. Zeigen mal sehen, wie gut ich jetzt dahinter hinkomme. Fehlt bei mir ab und zu einfach die Tapete. Dahinter kann man das jetzt sehen. Ich möchte es nicht so abreißen. Moment, okay, dann nehme ich es jetzt einfach trotzdem ab, um euch das zu zeigen. Und zwar kann man sehen, dass zum Beispiel hier einfach die Tapete fehlt. Und das ist halt voll oft so. Das hat sie nämlich, als sie kleiner war, immer so abgeknibbelt. Und das Ganze ist auch hier hinter und hier hinter. Und deswegen habe ich immer diese Dekoration da oben gemacht, dass man das nicht mehr sehen kann. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, dass zum Beispiel ist mein Vision Board. Und ja, deswegen, so habe ich das Ganze eingerichtet, damit man nicht mehr die Verunstaltungen sieht. Und zwar haben wir hier einen Fernsehtisch, den ich aber eigentlich immer als Nachttisch benutze. Also eigentlich ist das sozusagen dazu da, dass man da drauf einen Fernseher stellt, aber ich habe hier keinen Fernseher, sondern benutze das, wie gesagt, als Nachttisch, wo ich meine wichtigsten Dinge drauf habe, wie zum Beispiel die Bücher, die ich mir unterlese, mein Laptop eigentlich immer. Und da habe ich noch so Ladekabel drin und hier habe ich auch Ladekabel drin und noch ein Heft, also das ist mein Tagebuch da. Und dann habe ich hier auch noch ein Whiteboard, wo ich eigentlich immer so To-Do-Listen draufschreibe oder wichtige Erinnerungen und so. Aber momentan habe ich da nichts drauf. Dann habe ich hier noch meine Alexa, die aber auch nicht angeschlossen ist gerade, wo ich dann zum Beispiel Musik abspielen kann oder Podcast abspielen kann, wenn ich mein Zimmer aufräume und irgendwas anderes mache. Hier rechts haben wir dann meine Heizung, wo gerade ein paar Sachen drauf liegen. Die liegen da logischerweise nicht drauf, wenn die Heizung an ist oder so. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich nicht zufrieden bin mit meiner Steckdosensituation dort, weil ich halt diese große Steckdose dort habe, wo ich eine Verteilerbox dran habe, um dort immer so alle Sachen aufzuladen, wie zum Beispiel mein Handy, meine AirPods und das alles. Aber ich finde es halt irgendwie nicht so schön, weil es liegt da einfach alles so rum. Aber ja, so ist es momentan halt und es stört mich jetzt nicht so doll. Es ist vielleicht nicht ganz so eine gute Option, aber ja, so ist es momentan. Dann ist hier mein Bett und super viele Leute fragen immer nach meinem Bett, deswegen werde ich euch das jetzt mal hier hinschreiben oder irgendwo in die Infobox schreiben, wie mein Bett heißt. Das ist von Höffner und ist so ein Doppelbett und ich glaube, das hier sind 240 cm. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber es ist auf jeden Fall so ein Doppelbett. Darüber habe ich meine südkoreanische Flagge, wo hinter die Tapete abgeknibbelt ist, ihr wisst es ja schon. Und hier rechts habe ich dann meine 2 Vision Boards, beziehungsweise eigentlich ist nur das mein Vision Board. Und zwar habe ich hier Sprüche, die mir wichtig sind, Bilder, die mich inspirieren und Dinge, die mich in meinem Leben irgendwie wieder auf die wichtigen Dinge fokussieren lassen sollen. Aber ich habe auch schon zu meinem Vision Board ganz viele Videos gemacht, die ihr euch sehr gerne mal angucken könnt, falls ihr auch sowas basteln wollt. Das hier ist eigentlich auch wie so ein Vision Board. Es ist nur ein bisschen ästhetischer eingerichtet als das andere. Und dann habe ich hier noch ein Bild. Kim Taeyong, ein Bild. Und hier ist meine Lichterkette, die ich eigentlich fast nie anhabe, weil ich immer diese anhabe, wenn ich eine anmache. Schwenken wir jetzt mal nach rechts, kommen wir zu meiner Kleiderstange, wo eigentlich meine wichtigsten Klamotten draufhängen. Hier unten haben wir so die 4, 5 Hosen, die ich eigentlich immer anziehe. Und hier sind so, ja, die Oberteile, die ich immer anziehe. Wow! Also, ihr wisst vielleicht, dass ich mich eher so gerne ein bisschen formaler anziehe. Deswegen habe ich hier so voll viele Blazerhemden und so, Blusen. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen mein Style. Dann habe ich hier auch noch Schuhe. Oder? Ja. Und dann haben wir hier rechts auch schon meinen Spiegel, meinen Ganzkörperspiegel. Ich habe tatsächlich 2 Ganzkörperspiegel und das hier ist der erste. Tatsächlich habe ich auch nur 2 Ganzkörperspiegel, weil ich den hier aus meinem alten Zimmer mitgebracht habe. Und das hier war der von meiner Schwester. Wie gesagt, war das früher das Zimmer von meiner Schwester. Dann haben wir aber getauscht. Also ich hatte erst unten mein Zimmer und dann bin ich aber nach oben gezogen und dann haben wir sozusagen getauscht. Und das war vorher mein Spiegel und das war ihr Spiegel. Jetzt habe ich beide. Tatsächlich habe ich hier unten noch einen Ventilator, den ich eigentlich im Sommer mal benutzt habe, wenn mir total heiß war und mich irgendwie abkühlen musste. Und hier links habe ich noch meine Kosmetiktasche, wo ich die wichtigsten Sachen drin habe, die ich eigentlich jeden Tag brauche, wie zum Beispiel Creme oder sowas. Dann kommen wir hier rechts zu meiner Tür, wo oben meine meistbenutzten Taschen hängen, beziehungsweise eigentlich benutze ich nur die grüne, wenn ich irgendwie rausgehe, weil dort alles reinpasst und ich die sehr, sehr gut und praktisch finde, aber da hängen noch andere Taschen dran, die ich auch gelegentlich mal benutze. Oder die ich halt einfach habe. Ja. Das sind eigentlich die Taschen, die ich habe. Und dann da rechts ist, wie gesagt, mein anderer Spiegel. Diesen Spiegel mag ich sehr gerne, weil man wirklich alles angucken kann und einen guten Überblick hat. Und dann habe ich hier rechts auch noch mein Stativ für meine Kamera und eine Yogamatte, die ich eigentlich relativ oft benutze. Und oh mein Gott, nein, das könnt ihr alles hier so sehen.
Dann kommen wir auch schon zu meinem Kleiderschrank. Der ist auch von Ikea, wie eigentlich fast alles in meinem Zimmer. Also entweder sind die Sachen von Ikea oder von Höffner, was so Möbel und sowas angeht. Und hier links habe ich Sachen drin, die man aufhängen kann. Tada! Und rechts habe ich Sachen drin, die man nicht aufhängen kann. Wow, wer hätte es gedacht? Aber ich habe hier nicht nur Kleidung drin, sondern noch andere Dinge, wie zum Beispiel Schuhe. Funktionskleidung habe ich auch drin. Bettwäsche habe ich drin. Und auch ein paar Schreibwarensachen. Also das benutze ich nicht nur für Kleidung, sondern auch für ganz viele andere Sachen, die ich eben verstauen muss. Und hier oben habe ich noch andere so Rucksäcke und Beutel, zum Beispiel so diese riesige Nike-Tasche. Dort sind meine zwei oder drei, ich glaube es sind zwei Erinnerungsboxen, wo ich so Erinnerungen reinmache, wie Briefe, Tickets, ja, sowas. Und hier rechts ist dann mein Bücherregal, was ich ja früher total hässlich fand, weil alles unordentlich war. Mittlerweile haben wir das ja schon zusammen mehrmals ausgemistet und aufgeräumt. Und jetzt sieht es eigentlich relativ ordentlich aus. Okay, es geht, also ist hier oben, aber da unten jetzt wieder nicht so. Aber hier oben sieht es relativ ordentlich aus. Und zwar sind das hier die Bücher, hier links, die ich gelesen habe, aber behalten möchte, weil sie mir so gut gefallen haben. Oder ich sie später nochmal irgendwie behalten möchte, weil ich noch irgendwas nachgucken möchte vielleicht. Dann haben wir zum Beispiel dieses Buch hier. Wir haben dieses Buch, das ist ein Roman, ein feministischer Roman. Digital Minimalism haben wir auch zusammen gelesen, bei meinem Lesemarathon mal. Anne of Green Gables, ein Roman, Der kleine Buddha. Kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr mich kennt. Dann hier die Produktivitätsbibel, Getting Things Done. Texte von Goethe tatsächlich. Ganz viele Poesiesachen. Dieses Buch hier, was ich auch gerne mag. Und das ist jetzt kein Buch, sondern das sind so meine Tattoos, die ich, also meine Aufkleber-Tattoos, die ich euch aber noch in meinem nächsten Vlog genauer zeigen werde, weil sich einige gefragt haben, warum ich hier Tattoos habe, aber das sind keine echten, also keine Sorge schon mal. Und hier rechts habe ich dann noch andere Schulbücher, da sind einfach Sachen drin zum, ja, Sprachenlernen. Und zwar habe ich hier erstmal ganz viel für Spanisch, falls ich da irgendwas nachgucken muss für den Unterricht. Hier habe ich generell Basiswissen, Geografie, Chemie und Wirtschaft, obwohl ich einfach weder Chemie noch Geografie momentan habe, sondern nur noch Wirtschaft von diesen drei Fächern habe. Aber ich dachte mir gerade, weil ich es abgewählt habe, vielleicht möchte ich hier irgendwann einmal was nachlesen, weil ich irgendwas nicht weiß. Hier habe ich meine Koreanisch-Vokabelbox, die mir meine Mutter mal geschenkt hat. Ich muss aber sagen, ich lerne damit nicht so viel, weil ich lieber digital mit Flashcards lerne und nicht so gerne mit diesen richtigen. Aber ab und zu mache ich auch das, was eigentlich ganz praktisch ist, das in dieser Box hier zu haben. Und dann habe ich hier links meine Talk to Me in Korean Workbooks. Hier habe ich die Bücher dazu. Hier habe ich so ein paar Reklamhefte, Romy und Julia. Was ist das? Kabale und Liebe und Nathan der Weise. Und das hier ist mega cool. Das sind meine Spanisch-Grammatik-Tafeln, wo die spanische Grammatik erklärt ist, zum Beispiel die Zeitform und so. Sehr, sehr hilfreich. Das ist mein Hangul-Buch, glaube ich. Oder ist es Hangul-Buch? Ja, genau. Die werde ich euch mal in der Infobox verlinken, falls ihr da vorbeigucken wollt. Dann habe ich außerdem hier oben auch noch ein paar technische Sachen. Zum Beispiel habe ich hier meine Kamera und Ladekabel drin. Das sind meine Rollschuhe, die ich eigentlich schon seit Jahren habe, aber momentan nicht mehr so oft benutze wie früher. Früher war ich sehr großer Rollschuh-Fahr-Fan und so, aber jetzt momentan in der Zeit nicht mehr so. Und hier unten habe ich dann meine ganzen anderen Bücher, die ich noch lesen möchte. Ich habe hier zum Beispiel auch einen Gutschein für eine Berliner Bibliothek. Ich glaube, es sind 25 Euro oder so, muss ich mal bald einlösen. Und dann sind hier noch ganz viele andere Bücher, die ich noch gerne lesen möchte oder schon angefangen habe oder so. Das sind Bücher, die ich neu habe. Und sehr froh bin, mich sehr freue, sie zu lesen. Die kennt ihr noch gar nicht, diese beiden. Aber ich denke mal, die anderen habt ihr schon gesehen bei mir in meinem Video, in meinen Videos auf meinem Kanal oder so, weil ich die eigentlich mehr öfter zeige. Wow. Und hier habe ich noch eine koreanische Flagge, die mir meine Oma in den Sommerferien geschenkt hat. Und ich wusste nicht, wo ich sie machen sollte, deswegen hängt sie jetzt in meinem Bücherregal. Ja. Hier unten sind dann noch weitere Bücher, aber das sind Bücher, die ich alle schon gelesen habe und noch weggeben muss. Denn wenn ich Bücher lese, mache ich es eigentlich immer so, dass ich sie dann weiterverkaufe, weiter verschenke oder irgendwie spende, weil ich es nicht so gerne mag, wenn man Bücher einmal liest und sie dann einfach ins Regal stellt und dann für die restlichen Lebensjahre dort einfach so stehen lässt. Das finde ich irgendwie ein bisschen Ressourcenverschwendung und nicht ganz so schlau. Also außer jetzt die, weil die gefallen mir wirklich und die sozusagen brauche ich noch. Aber die anderen brauche ich halt nicht mehr, weil sie nicht mehr lesen. Deswegen kommt sie weg zu einer anderen Person, die sie dann mehr gebrauchen kann. Und hier und da sind halt sozusagen alle Bücher, die ich gelesen habe oder
die einfach an jemand anderen gehen können. Dann habe ich, also das ist jetzt noch meine Schultasche, wo ich alle Schulsachen drin habe. Ich habe aber auch schon ein What's in my bag Video gemacht, wo ich nochmal gezeigt habe, was genau alles da so drin ist. Das links ist übrigens das Cape, oder wie nennt man das? Ja, der Umhang, das, also da waren einfach meine Softboxen drin, meine Lichter für meine Videos waren da drin. Und hier rechts kommen wir dann zu meinem großen IKEA-Regal. Das ist nämlich auch ein IKEA-Regal. Und zwar liebe ich erstmal diese Tafel hier. Die kann man noch anmachen tatsächlich. Tada! Und dann sieht man aber, dass ich sie da aufgeklebt habe. Das ist vielleicht nicht so schön. Und da ist einfach so Dekoration, Inspiration. Könnt ihr euch ja gerne angucken. Und dann hier rechts habe ich noch weitere Dekoration, Inspiration. Jetzt habe ich einmal diese große Buddha-Statue und meine Klangschale. Und dann habe ich hier links, ich glaube, das ist so eine Art Dachboden. Ich war da noch nie drin und habe es aufgemacht oder so, ehrlich gesagt. Aber da ist so eine Art Dachboden. Und hier sind dann meine restlichen Sachen. Beispielsweise habe ich hier drin meine ganzen Notizbücher, die ich euch auch schon mal in einem Video gezeigt habe. Dann habe ich hier noch eine Kerze. Das ist mein Ladekabel für meinen Taschenrechner. Und dahinter sind noch andere Notizbücher. Ich habe einfach so viel. In diesen ganzen verschiedenen Boxen sind noch andere Schreibwarenutensilien drin. Wie zum Beispiel noch mehr Notizbücher. Beziehungsweise alte Notizbücher, die ich aber behalte, weil ich schmeiße sie eigentlich nicht weg. Dann habe ich noch so Blöcke, die ich vielleicht mal für die Schule brauche. Das hier ist mein Spanischhefter. Das hier ist ein... Ach, das ist mit meinen ganzen Sachen. Stimmt, das ist das mit diesen ganzen Sachen, die ich nochmal brauchen könnte. Schulsachen. Hier habe ich meine Buchhaltung und Finanzen drin, Steuern und das alles. Und ja, diese Ordner mag ich nicht so. Dann habe ich hier links meine Schulsachen, also meine Schulbücher, Hefter, andere Sachen, die ich für die Schule brauche. Tatsächlich ist das hier mein Mathebuch. Das ist einfach mein riesen PB, also Politikbuch. Das heißt bei uns politische Bildung, deswegen PB. Aber ich bin auch im PB-Leistungskurs, deswegen ist es halt so riesig. Auch dieses Deutschbuch einfach so fett. Das hier ist mein Cambridge-Heft. Das ist zwar ein Extra-Kurs, den ich momentan mache. Genau, vielleicht kennt ihr das Cambridge. Ich habe schon letztes Jahr einen Cambridge-Test gemacht. Ich habe da den B1-Test gemacht und dieses Jahr mache ich den C1-Test. Und dann habe ich hier links noch meine anderen technischen Sachen, wie zum Beispiel mein Mikrofon, was ich für meinen Podcast brauche. Hier habe ich mein anderes Mikrofon, was man sich hier so hinmachen kann. Das benutze ich aber nur, falls ich irgendwelche professionellen Videos drehen muss. Und eigentlich nicht so für jetzt irgendwie Roomtour oder so. Genau, dann habe ich hier links noch, ja, ist ein bisschen geheim, weil da sind nämlich so Geschenkideen drin. Wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin und eine Sache sehe, die zum Beispiel meiner besten Freundin gefallen könnte, kaufe ich diese Sache meistens und packe es dann in diese Box rein, damit ich dann warten kann, bis Weihnachten kommt, bis ihr Geburtstag kommt oder sowas, um mir das dann zu schenken. Denn ich bin überhaupt kein Fan davon, kurzfristig einfach irgendwas zu kaufen, nur weil ich halt was brauche für eine Person. Denn das finde ich einfach so ein bisschen unnötig, denn Dinge zu kaufen, nur weil man etwas kaufen muss. Und deswegen sammle ich die Ideen schon sehr, sehr gerne viel früher, um dann wirklich was zu schenken, was der Person wirklich gefällt und was sie wirklich verwenden wird. Und nicht einfach irgendwas so Sinnloses, nur weil ich halt was schenken muss. Und deswegen sammle ich die Sachen sehr gern schon über das letzte Jahr oder so. Und ich habe da tatsächlich schon für meine besten Freundin, ich glaube schon 4 oder 5 Sachen, die ich ihr noch schenken möchte. Also ich habe auf jeden Fall theoretisch für die nächsten 2, 3 Jahre bestimmt ausgesorgt. Aber ja... Wir werden es sehen. Also das ist nicht nur für meine beste Freundin, sondern auch für meine Eltern, meine Schwester, mein Onkel, meine anderen Freunde, Freundinnen und so. Deswegen, ich habe da schon so ein paar Sachen drin. Hier rechts ist dann mein Schreibtisch, der eigentlich immer fast genau so aussieht. Ich habe da nämlich eigentlich immer so ein Glas drauf stehen, was gefühlt irgendwie immer leer ist, weil ich immer zu voll bin, das aufzufüllen. Aber ich eigentlich sehr gerne was trinke. Dann habe ich hier ein, wie nennt man das, Bilderrahmen. Ein Bilderrahmen mit einem Spruch. Das hier ist mein Taschenrechner da drin, mein Planer und ein Buch, was ich gerade lese. Und hier sind andere Sachen drin, auf die ich schnell zugreifen muss. Das hier war mein Koreanisch-Test, den ich geschrieben habe. Spanische Zeitung, falls ich Spanisch lernen möchte. Dann ist hier meine andere Heizung, meine Mülleimer. Ich trenne meinen Müll übrigens, deswegen habe ich 3 Mülleimer. Das hier ist meine Steppplatte, da ich einen Stepptanz mache und dort dann üben kann, ohne dass es halt den Boden kaputt macht. Und auf einmal schon wieder zurück zu diesem Teil meines Zimmers. Und die letzte Sache, die wir uns noch angucken können, ist mein weiteres IKEA-Regal. Und zwar habe ich hier unten erstmal alle möglichen Kosmetik, Schmink und andere Sachen, die ich da drin habe. Und ich werde es euch aber nicht zeigen, weil es super, super unordentlich da drin ist. Weil ich frage mich echt, wie können Leute in solchen Schubladen eine Ordnung haben? Also das geht gar nicht, man muss einfach alles reinschmeißen irgendwie. Und dann habe ich hier, also eigentlich guckt man das von der anderen Seite an, deswegen zeige ich es jetzt mal so. Habe ich hier noch weitere Dekorationen, wie zum Beispiel den Buddha, der auf meinen Zopfkummis drauf sitzt. Mein Aha-Okay-Schild. Dann ist hier meine Army-Bomb. Tada!
Das ist, wenn ich zum Beispiel auf einem BTS-Konzert gehe, dann kann das so im Takt die Farben wechseln, was sehr cool ist, wenn man sich das nur mit Bluetooth verbinden kann. Und auch generell kann ich das Ganze mit Musikvideos connecten. Eigentlich ziemlich cool. Aber das ist mir schon einmal runtergefallen, wie ihr sehen könnt. Hier oben ist kaputt gegangen. Sehr gut, deswegen lege ich es lieber hin. Body Spray, Parfum, weitere Kerze. Man sieht, ich bin ein BTS-Fan. Und dann habe ich hier oben auf der anderen Seite noch, okay, das darf ich eigentlich nicht sagen, da habe ich nämlich meinen Safe drin, wo meine Wertsachen drin sind. Dann habe ich hier noch so Süßigkeiten und Snacks drin. Und hier an den Schubladen habe ich noch so Masken, Desinfektionsmittel und Nagellack drin. Genau, das sind die Sachen. Das war es auch schon mit meinem Zimmer. Ich hoffe, es hat euch gefallen, euch ein bisschen inspiriert oder auch geholfen, um euer Zimmer vielleicht neu einzurichten oder ein bisschen Inspiration zu sammeln. Ich bin nicht mit allen Ecken in meinem Zimmer zufrieden, wie man vielleicht sehen konnte, aber im Endeffekt bin ich eigentlich ziemlich froh und nutze das einfach so, um mich wohlzufühlen. Und vor allem ist es mir wichtig, dass mein Zimmer immer relativ aufgeräumt ist und ordentlich ist. Wie zum Beispiel jetzt hier, das halt relativ so leer ist, weil ich mag es gar nicht, wenn alles voll steht. Deswegen muss ich es immer sofort aufräumen. Das ist so eine Sache, die mich persönlich einfach stört. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Mein Zimmer ist relativ groß. Was früher, als ich in meinem alten Zimmer war, nicht der Fall war. Da war es relativ klein. Aber jetzt habe ich ja dieses Zimmer, was ich auch cool finde, ist, dass es halt diese Ecke gibt. Das finde ich sehr gemütlich in dieser Ecke hier. Schreibt mir gerne eure Meinung zu meinem Zimmer in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon nächste Woche wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns auf meinem Kanal Lara Emily bald wiedersehen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr Videos. Bis dann. Tschüss.